Boris Becker soll kurz vor Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden. Das berichtete Sun Mitte November. Aber wie ginge es dann mit dem Tennisstar hier weiter? Verschiedene Szenarien sind möglich. Promi-Anwalt Paul Vogel bewertet die Lage. Sollte Boris als inhaftierter Ausländer von den britischen Behörden abgeschoben werden, könnte dem Tennishelden die Strafe in Deutschland nicht einfach erlassen werden. Im Normalfall würde das englische Urteil in ein deutsches Urteil übersetzt werden, da es für die Übersiedlung in ein deutsches Gefängnis eben auch ein deutsches Urteil braucht. Allerdings hätte er hierzulande gute Chancen, nach einem Dreivierteljahr oder noch früher in den offenen Vollzug zu kommen. Wer aus Großbritannien abgeschoben wird, darf normalerweise mehrere Jahre nicht in das Land einreisen. Ob das für Becker gelten würde, ist fraglich, so Vogel. Boris stand viele Jahre als Tennisexperte für die BBC vor der Kamera. Sollte er wieder dort einsteigen, könnten für ihn Ausnahmeregelungen gelten. Zur angeblichen Abschiebung von Boris Becker gibt es viele Fragezeichen. Doch Promi-Anwalt Vogel sieht eine noch komfortablere Option für die wahrscheinlichste. Ich gehe davon aus, dass Becker in Deutschland in Freiheit und ohne wirkliche Beeinträchtigungen leben wird, so der Jurist. Möglich ist nämlich auch, dass die britischen Behörden Becker tatsächlich aus der Haft entlassen und ihn dann nach Deutschland abschieben. In dem Fall wäre er in Deutschland ein freier Mann.